Ich glaube, weil die Menschen heutzutage so gut informiert sind, merken sie langsam, dass es nicht mehr ausreicht, etwas nur zu wissen. Es ist eine Zeit in der Geschichte, in der man das Wie kennen muss. Wir haben noch nie in all den Studien, die wir durchgeführt haben, noch nie gesehen, dass Menschen ihre Gehirnwellen so schnell und so effizient verändern können, wie diese spezielle Gruppe. Diese Messwerte sind einfach unfassbar. Bei 80% unserer Teilnehmer hat sich ihr Gehirn um mehr als 90% zum Positiven verändert, in nur 4 Tagen, um so mehr Herzkohärenz zu schaffen, sodass du so deinen emotionalen Zustand selbst besser regulieren kannst. Ganz unabhängig von dem, was in deiner äußeren Umgebung gerade vor sich geht. Und so haben wir es quasi auf eine Formel eingrenzen können. Die Beweise, die wir in unseren wissenschaftlichen Messungen sehen, sind also objektiv. Es ist also nicht nur subjektiv von dir so empfunden und du sagst, oh, ich fühle mich am Ende der Veranstaltung besser. Oh nein, wir haben Beweise, die zeigen, dass es nicht nur in deinem Kopf ist. Es ist in deinem Gehirn. Es ist nicht nur in deinem Geist. Es ist in deinem Körper. Und dann gibt es da noch diesen anderen Bereich, der sich zu entfalten beginnt und der mich jeden Tag aufs Neue überrascht. Und das verändert mich so sehr, denn in unseren einwöchigen Veranstaltungen erleben wir Wunder biblischen Ausmaßes. Und ich spreche von Blinden, die sehen, Tauben, die hören, Tumore, die schrumpfen, MS, große Veränderungen, Menschen mit Krücken und Gehhilfen, die ohne sie laufen können. Ich meine, wir sehen, dass sich sehr beeindruckende Veränderungen vollziehen. Ich wette, für die Menschen ergibt das hier unglaublich Sinn. Doch trotzdem ist das in die Umsetzung gehen manchmal doch recht herausfordernd, da wir ja oft immer noch in unserer täglichen Routine feststecken. Und logischerweise macht das alles Sinn. Aber wie bringst du die Leute dazu, diesen ersten Schritt zu machen und vielleicht einen Tag oder eine Stunde zu erleben, an dem sie sich sagen, wow, ich habe alles beherzigt, was Dr. Joe Dispenza gesagt hat und ich sehe Beweise. Vielleicht kann ich jetzt ja den nächsten Schritt machen und den nächsten Schritt. Ja, wenn du nicht mehr denken kannst, als du fühlst. Wir haben also Gehirnscans von Menschen untersucht, die in einer Meditation sitzen und auf eine Weise an eine störende Emotion denken. Und in 100% der Fälle verschlimmern sie damit ihr Gehirn. Sie treiben es noch weiter in höhere Beta-Gehirnwellenmuster, weil die Erregung der Stresshormone es dazu bringt, übermäßig analytisch zu werden. Und mit Analyse ist es nicht getan. Selbst die Einsichten aus der Analyse werden daran nichts ändern. Und zweitens ist die Emotion eine Aufzeichnung der Vergangenheit. Du denkst also in der Vergangenheit. Die Lösung ist, darüber hinaus zu gelangen. Diesen Kreislauf zu durchbrechen, wenn die Refraktärzeit der emotionalen Reaktion kurz ist. Das ist also das Geschenk, nicht wahr? Und es ist mir egal, dass du reagierst. Die Frage ist nur, wie lange willst du noch in dieser Reaktion bleiben, nicht wahr? Das ist die grundlegende Frage. Wir haben dramatische Veränderungen gesehen. Und ich meine dramatische Veränderungen hinsichtlich der Gesundheit von Menschen, die auf der Stelle geschahen. Denn es ist nicht die Materie, die dazu in der Lage ist, ein energetisches Feld auszustrahlen. Wenn du das wissenschaftlich studierst, ist es das Feld, das die Materie kreiert. Wenn du das Feld veränderst, veränderst du auch die Materie. Und dazu muss man seine Überzeugung ändern. Denn die meisten Menschen denken, sie müssten die Materie ändern. Sie müssten den Tumor verändern. Es ist nicht deine Aufgabe, den Tumor zu verändern. Das ist, zu versuchen, Materie durch Materie zu verändern. Du musst das Muster oder die Information des Feldes verändern.
Ich glaube, man kann es am besten so ausdrücken. Wenn du dich nicht durch eine Vision der Zukunft definierst, bleiben dir nur die Erinnerungen an die Vergangenheit. Und die Menschen glauben wirklich mehr an ihre Vergangenheit, als sie an ihre Zukunft glauben. Deshalb sprechen sie über ihre Vergangenheit öfter, als sie über ihre Zukunft sprechen. Menschen schwärmen quasi für ihre Vergangenheit. Sie sind mehr an ihre Vergangenheit verliebt als an ihre Zukunft. Und Menschen, die tatsächlich erstaunliche Dinge in ihrem Leben erschaffen, waren einfach mehr an ihre Zukunft verliebt und hielten sie jeden Tag in ihrem Kopf lebendig. Sie fütterten den Geist mit Gedanken, ähnlich wie wir uns zum Beispiel um eine Pflanze oder um unseren Garten kümmern. Sie wenden sich an die Zukunft, einfach jeden einzelnen Tag, und sie kümmern sich um diese und um das Licht, das damit einhergeht, die Leichtigkeit, die damit einhergeht, die Freude, das Vergnügen, die Aufregung und die Emotionen, die damit einhergehen. Das führt dazu, dass sich ihr Gehirn und ihr Körper mit der Zeit so verändern, dass sie so aussehen, als sei die Zukunft bereits geschehen. Denk einmal darüber nach. Wenn es in deinem Gehirn und in deinem Körper Anzeichen, also Beweise dafür gibt, dass du deine Zukunft bereits erlebt hast, allein durch deine Gedanken, dann sieht es so aus, als hättest du sie bereits erlebt. Was bedeutet es? Es ist bereits passiert. Also entspann dich, relax, denn es wird dich finden und es wird zu dir kommen, und zwar auf eine Weise, die du am wenigsten erwartest. Das ist das Schöne an dieser Sache. Wenn du es vorhersagen könntest, ist es nichts Neues. Es muss dich überraschen. Das Gehirn lernt durch Fehler und Überraschung. Warum also nicht auch von einem unbekannten Zufall, einer Gelegenheit oder einer Synchronizität überrascht sein? Und in dem Moment, in dem du merkst, was du in deinem Inneren getan hast, dass diese Wirkung im Außen hervorgerufen hat, wirst du darauf achten, was du getan hast, und du wirst es wieder tun. Und du wirst weniger daran glauben, dass du ein Opfer deines Lebens bist, dass jemand oder etwas deine Gefühle und Gedanken kontrolliert. Plötzlich fangen deine Gefühle und Gedanken an, ein Ergebnis in deinem Leben zu erschaffen. Ich glaube, diese Erfahrung führt dazu, dass sich die Menschen ermächtigt fühlen. Sie beginnen mehr an sich selbst zu glauben. Und ich glaube, wenn wir an uns selbst glauben, glauben wir auch an Möglichkeiten. Und wenn wir an Möglichkeiten glauben, glauben wir auch wirklich an uns selbst. Und wenn wir die Menschen an diesen Punkt bringen und sie erkennen lassen, dass niemand davon ausgeschlossen ist, du kannst mir nicht weiter erzählen, nicht noch weiter, dass du zu alt bist, um das zu tun. Wir haben Gehirnscans von Menschen, die 80 bis 90 Jahre alt sind, die dich umhauen werden. Du kannst dich immer auf deine eigene Zukunft konzentrieren. Und indem du das tust, kannst du anfangen, dich selbst zu heilen. Auf allen möglichen Ebenen. Du kannst mir nicht sagen, dass du dafür zu krank bist, hm? Ich habe super kranke Menschen mit 50 Hirntumoren gesehen, die ihr Leben umgekrempelt haben. Sie haben keine Hirntumore. Zuvor waren es 50 Hirntumore. Okay, Zukunft. Du kannst mir nicht erzählen, dass du eine turbulente Vergangenheit hattest und diese Arbeit nicht machen kannst. Ich habe Menschen gesehen, die die schlimmste Vergangenheit hatten. Sie sind nun die glücklichsten Menschen der Welt, hä? Du kannst mir nicht einmal sagen, dass du noch nie meditiert hast. Denn oft ist es so, dass die Menschen, die noch nie meditiert haben, die tiefsten Erfahrungen haben, weil sie nichts erwarten. Du kannst mir auch nicht sagen, dass du zu übergewichtig bist, dass du zu untergewichtig bist. Du kannst mir nichts der Art erzählen. Du kannst mir nicht sagen, dass du dies oder das oder jenes bist. Ich habe es bei allen möglichen Menschen gesehen, alle Formen, alle Größen, Farben und jedes Alter. Je stärker die Emotionen sind, die wir aufgrund eines äußeren Ereignisses in unserem Leben empfinden, desto mehr verändert sich unser Inneres durch diesen Zustand.
dann achten wir auf die Ursache. Und das Gehirn konzentriert sich auf das, was da ist und friert ein Bild davon ein und macht einen Schnappschuss, den es Erinnerung nennt. Je höher also der emotionale Quotient, desto mehr Angst, Schmerz, Schock, Wut, was auch immer es ist, je mehr wir der Ursache Aufmerksamkeit schenken, desto mehr erschaffen wir ein Langzeitgedächtnis auf diese Weise. Die Herausforderung besteht darin, dass wir jedes Mal, wenn wir an das Thema denken, dieselbe Chemie im Gehirn und im Körper produzieren, als ob es wieder passieren würde. Manche Menschen erleben ein solches Ereignis, also buchstäblich 100 Mal an einem Tag wieder und wieder. Und das ist eine verrückte Sache, denn dadurch wird ihr Überlebensmodus-Gen aktiviert. Und wenn es ums Überleben geht, willst du sicherstellen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Unbewusst fängst du also damit an, dir vorzustellen, vorherzusehen, was du tun wirst, wenn es wieder passiert. Richtig? Und du wählst in deinem Kopf das Worst-Case-Szenario aus. Und dann denkst du, was ist, wenn das passiert? Oder wenn das passiert? Und du fängst an, es noch größer zu machen, es auszudehnen. Du wirst dabei noch kreativer, noch schöpferischer, oder? Und jedes Mal, wenn du das tust, fängst du an, die Emotion der Zukunft zu erleben, die auf dem Schmerz deiner Vergangenheit, der Angst deiner Vergangenheit, der Depression deiner Vergangenheit basieren. Und so konditioniert die Person ihr Gehirn und ihren Körper auf die Vergangenheit. Gleichzeitig bereitet sie sich buchstäblich auf den schlimmsten Fall in ihrem Leben vor. Denn wenn du dich im Überlebensmodus befindest und dich auf das Schlimmste vorbereitest, hast du im Fall, dass das Schlimmste passiert, bessere Überlebenschancen. Und es kann 10 wirklich tolle Dinge geben, die gerade in deinem Leben passieren. Und du kannst nur eine schlechte Sache erleben. Wenn du dich auf diese konzentrierst, auf diese eine schlechte Sache, weil du darauf vorbereitet sein musst, dass sie wieder passieren könnte. Also verbringen die Menschen dann unbewusst ihr ganzes Leben damit, um die Ecke zu lugen und darauf zu warten, dass es passiert. Sie sind auf der Hut. Aber das ist kein bewusster Prozess. Das ist üblich bei posttraumatischen Belastungsstörungen von Soldaten. Sie halten ständig Ausschau nach Bomben am Straßenrand und sind hochgradig sensibilisiert. Und das ist sehr unbewusst. Wenn du dich also in diesem Gehirnwellenzustand befindest, scannst du deine Umgebung durch, um festzustellen, ob irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und das tust du, weil dein Gehirn in einem so erregten Zustand ist. Es geht ums Überleben und um Stress. Das Gehirn befindet sich in einem sehr aufmerksamen Zustand. Und das Gehirnwellenmuster ist in einem sehr hohen Beta-Bereich. Du bist super erregt. Du bist super wachsam, weil du auf diese eine Sache achtest, die aus dem Muster fällt, die ungewöhnlich oder an sich nicht so leicht zu erkennen ist. Und in dem Moment, in dem du das siehst, ist es dieser Gedanke, der die Tür zu der Konditionierung öffnet, die du die ganze Zeit über geschaffen hast. Erinnere dich daran, dass es kein bewusster Prozess ist. Es ist nicht anders, als wenn du das Glöckchen erklingen lässt und siehst, wie bei einem Hund der Speichel fließt, wenn er darauf konditioniert wurde, dass es danach Essen gibt. Der Reiz löst auch eine automatische, autonome, physiologische und chemische Veränderung im Körper der Person aus. Aus biologischer Sicht ist die Person buchstäblich wieder in diesem Ereignis mit dabei. Und sie wird sich fast genauso verhalten wie damals, weil sie im Überlebensmodus gefangen ist, richtig? Und wie du schon sagtest, das ist wie ein Foto, wie ein Schnappschuss, eine Momentaufnahme. Viele Menschen haben nie über dieses Ereignis gesprochen, weil sie es als beschämend empfinden. Es bleibt also buchstäblich dort. Es ist wie eingefroren. Du bist eingefroren. Von diesem Punkt an hast du aufgehört, dich weiterzuentwickeln. Was wir damit sagen wollen ist, dass du nichts Neues erschaffen kannst, wenn du diese Emotion nicht überwinden kannst, weil sie dich an die Vergangenheit bindet,
richtig? Deine ganze Zukunft ist dann schon geschrieben. Es ist vorbei. Es ist vorbei, ja, erledigt. Du steckst in einer Box. Funktionelle Scans haben ergeben, dass das Reden darüber hilft, das Problem zu verringern. Aber es verändert das Gehirn oder den Körper nicht wirklich. Du kannst darüber reden, du kannst einige Einsichten haben. Aber solange du nicht anfängst, grundlegende Veränderungen vorzunehmen, wirst du nicht weiterkommen. Für mich geht es also nie um das Ereignis. Das Ereignis ist nebensächlich. Es geht um das Gefühl. Wenn du also anfängst, die Lautstärke der Emotion zu dämpfen und einer Person beibringst, wie sie über den Kreislauf dieses diskutierenden Verstandes, des analytischen Verstands hinauskommt, in das Betriebssystem eindringt, wo die unterbewussten Programme existieren, die Gehirnströme, die Gehirnwellen dort verändern und damit beginnen, bedeutende Veränderungen zu bewirken. Wenn sie anfangen, diese unterbewussten Veränderungen vorzunehmen, sind sie weniger reaktionär. Du bringst ihnen mit der Zeit bei, in den gegenwärtigen Moment zurückzukehren und ihre Aufmerksamkeit und ihre Energie zu steuern. Du hast buchstäblich ein Tier trainiert, das wirklich schlechte Manieren hat. Der Körper wurde einfach darauf konditioniert, sich wie ein wildes Tier zu verhalten, das ums Überleben kämpft. Wenn du aber anfängst, mit ihm zu arbeiten und ihn immer wieder zur Ruhe bringst, durchbrichst du diese Konditionierung, diese Reaktion und sagst ihm, dass er nicht länger der Geist des Zorns ist, dass du der Verstand bist. Und damit beginnt David Goliath zu schlagen. Jedes Mal, wenn du damit anfängst, kostet es dich am Anfang eine Menge Mühe und viel Energie. Aber wenn du weiter übst, haben wir so viele Gehirnscans, die zeigen, dass so viele Menschen von Angst und Depression geheilt wurden. Du kannst nicht ängstlich sein, wenn du im gegenwärtigen Moment bist. Du kannst nicht deprimiert sein, wenn du dich im gegenwärtigen Moment befindest. Du bist im gegenwärtigen Moment. Du denkst nicht über die Zukunft oder die Vergangenheit nach. Du fängst an, diese Welt zu managen. Und dann wird der Körper, der an dieser Emotion festhält, wenn er endlich trainiert wird, wie ein Tier, das trainiert wird, dem man das Sitz beibringt. Wenn du mit ihm arbeitest und ihm immer wieder sagst, dass er sitzen soll, wird er früher oder später so handeln. Früher oder später wird es sich einem anderen Bewusstseinszustand hingeben. Und wenn das passiert, boom, dann ist da diese Freisetzung von Energie.